So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit einem neuen Video. Das PlayStation 5 Event war gestern und ich habe es mir natürlich angeschaut und ich wollte ein bisschen über das Event reden und was ich dazu, also wie ich das fand und meine Meinung eben zu dem Event und zu den Games, die dort gezeigt wurden. Ja, die PlayStation 4 hatte wirklich einen unfassbaren Lebenszyklus, kann man sagen, denn dieses Jahr wird ja so ziemlich das Ende der PlayStation 4 eingeleitet sozusagen mit dem Release der PlayStation 5. Und viele Dinge vorher wurden schon bekannt gegeben von PlayStation 5, aber gestern gab es eben den Deep Dive in die Games, was alles kommt, was die Games angeht und was dann noch das Design der Konsole angeht. Ja, die PS4 hatte wirklich unfassbar geile Titel. Ihr seht jetzt hier einige im Video hier im Hintergrund. Spider-Man zum Beispiel war ein Riesenhit, ja, hat über 13 Millionen verkaufte Einheiten. Und auch dazu wird es dann einen neuen Teil auf PS5 geben. Und ja, Spider-Man war mega gut, sah super aus, hat sich toll gespielt, war eine geile Story und ist richtig, richtig gut. Natürlich auch ein PlayStation Exclusive und ja, einfach ein tolles Spiel. Und ja, die PS4 hatte so viele gute Games. Ja, jetzt kommt ja noch Last of Us dann raus, Last of Us 2, was auch richtig gut ist, was unfassbar gute Wertungen bekommen hat. Vor allem der Metascore ist, glaube ich, gerade bei 97 oder 96, also richtig gut. Und dann kommt noch Ghost of Tsushima, das kommt auch noch raus, das werden so die letzten großen Hits sein auf der PlayStation 4 und dann kommt natürlich am Ende des Jahres dann die PS5 raus. Ja, und ich will ein bisschen über das Event reden. Es wurde einiges angekündigt auf dem Event, also zum einen wurde das neue Spider-Man angekündigt und besser gesagt nicht Spider-Man 2, sondern Spider-Man Miles Morales. Das ist so ein Expansion zu Spider-Man, wo man dann einfach eine Geschichte zu Miles Morales erlebt und halt eben dann die Sicht aus dem Blickwinkel von ihm sieht und vor allem wie er dann zu Spider-Man wurde und wie er eben mit dem umgeht, dass er da jetzt auch eine neue Verantwortung hat als Spider-Man. Dann wurde Horizon Forbidden West angekündigt, natürlich die Fortsetzung zu Horizon Zero Dawn, das wirklich richtig, richtig gut war. Das ist auch angekündigt worden. Sieht fantastisch aus. Und ich werde euch natürlich die Trailer zu den Spielen unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr dann reinschauen. Und ich werde euch natürlich auch die Show verlinken. Dann könnt ihr nochmal die ganze Show anschauen und euch eben anschauen, wie das Ganze abgelaufen ist und im ganzen Detail dann anschauen. Dann wurde noch Gran Turismo 7 angekündigt, was natürlich klar war, dass es auch kommen wird, denn Gran Turismo Sport gab es ja auf PlayStation 4, war auch richtig gut. Gran Turismo 7 kommt dann und das sah auch sehr, sehr gut aus. Ist natürlich eine Rennsimulation und das war auch dann dabei in diesem Stream. Dann gab es noch Resident Evil Village, das ist dann Resident Evil 8, also der 8. Teil zu Resident Evil. Denn Resident Evil 7 war ja sehr erfolgreich, das hat man aus der Ego-Perspektive gespielt und es war wirklich richtig, richtig gut. Dann natürlich, was mich sehr gefreut hat, ein neues Ratchet & Clank. Es wurde lange schon als Gerücht eben drüber geredet, dass ein neuer Teil kommen wird und das heißt Drift Apart. Und da wird so sein, dass man wirklich, ich werde es dann auch unten in der Videobeschreibung verlinken, dass man da wirklich dann durch verschiedene Portale springen kann, während man spielt, während man im Level ist. Und dann kann man da wirklich dann einfach durch Portale springen und die Level dann ändern. Und man hat auch verschiedene Waffen, wo man dann zum Beispiel Portale bilden kann und dann mit der Waffe kann man dann das Portal heranziehen und dann verändert sich eben die ganze Umgebung. Das sieht richtig, richtig gut aus und Ratchet & Clank auf PS4 war absolut grandios und ich liebe diese zwei Charaktere, deswegen bin ich da einfach sehr gespannt, wie das Spiel dann werden wird. Auch das habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr dann mal reinschauen. Das ist wirklich richtig gut. Dann natürlich viele Fans haben das auch erwartet und das war auch lange ein Gerücht. Demon's Souls, ja, kommt das Remake von Demon's Souls kommt und viele Fans von Dark Souls und Bloodborne sind natürlich richtig begeistert. Kommt natürlich auch von Bluepoint Games, die Macher von Shadow of the Colossus vom Remake und vielen anderen coolen Remaster, zum Beispiel der Uncharted Collection auf PS4, die haben auch das gemacht. Richtig, richtig geil und das sah auch verdammt gut aus. Dann kam noch Sackboy, also ein Spiel mit dem Charakter aus Little Big Planet.
so eine Art Jump'n'Run-Spiel wurde da dann gezeigt, oder halt so eine Art Jump'n'Run ist es eben mit Sackboy, wo man dann spielen kann mit mehreren Leuten und auch das sah wirklich ziemlich cool aus. Dann wurde noch von Housemarque, den Entwicklern von Resogun, von dann Dead Nation, Alienation und so weiter, die wirklich richtig gute Twin-Stick-Shooter gemacht haben. Resogun vor allem ist ein richtig gutes Spiel. Die haben auch ein neues Spiel angekündigt, das heißt Returnal und spielt im Weltall. Da spielt man eine Frau und da geht es um Leben und Tod und eben um ganz mysteriöse Dinge. Sah auch richtig gut aus, werde ich auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Ist wirklich ein richtig, richtig cooles Game, was man da gesehen hat. Dann Hitman 3 wurde auch angekündigt. Ich liebe Hitman, ich liebe die Hitman-Reihe. Richtig, richtig cool. Und dass Hitman 3 kommt, das wird dann auch der Abschluss dieser World of Assassination-Trilogie, die es ja auf PlayStation 4 schon gibt. Also Hitman 1 und Hitman 2. Und die Spiele waren wirklich ein großer Erfolg. Und jetzt kommt dann eben Hitman 3 und das wird natürlich das Ganze nochmal auf ein neues Level heben, was die Level angeht. Die Level in Hitman 2 waren ja auch schon richtig gut und sahen super aus und waren detailliert. Und Hitman ist einfach eine tolle Reihe, wo man richtig, richtig Spaß haben kann, das auch wirklich von der Grafik richtig detailliert ist und die Glazer-Engine, die da verwendet wird, die hat wirklich unfassbar tolle Effekte und ist einfach ein ganz, ganz tolles Spiel, finde ich, und richtig gut. Dann wurde noch von einer Legende, Shinji Mikami, wurde dann Ghostwire Tokyo angekündigt, das dann auch kommen wird auf PlayStation 5, was natürlich auch richtig, richtig toll aussieht. Ist ein bisschen mysteriös, ist von dem Macher von, also Evil Within, der hat es auch gemacht und das wurde da auch gezeigt und das fand ich richtig, richtig cool. Sah echt sehr schön aus und da bin ich wirklich gespannt drauf, wie das Spiel dann noch werden wird. Und was da dann alles noch passiert mit dem Game. Ja, und es gab noch viele andere Sachen, die natürlich angekündigt wurden, die dann in dem Stream, den ich unten verlinken werde, dann könnt ihr dann euch noch anschauen. Da gibt es dann nämlich noch das Destruction All-Star Game von Lucid Games. Und ja, da kann man eben Fahrzeuge fahren, ist richtig auch mit Crashen und so. Sieht ein bisschen aus wie Rocket League mit Autos, die sich crashen können und so. Also ein bisschen Destruction Derby und Rocket League mit drin und so. Und man kann dann auch aus den Fahrzeugen aussteigen und man kann sich gegenseitig dann demolieren mit den Fahrzeugen, kann dann aber aus den Fahrzeugen rausspringen und kann dann einfach. Ja, einfach dann rumlaufen und dann, wenn das Fahrzeug wieder spawnt, wieder einsteigen und so. Also auch ein richtig, richtig cooles Game, was ich glaube, könnte richtig, richtig Spaß machen, da Rocket League ja auch ziemlich gut war und ja, ein ziemlich cooles Spiel war. Dann wurde noch Astros Playroom von Japan Studio angekündigt. Astrobot gab es ja auch und ja, Astro Playroom ist ein Spiel, wo dann auf der PS4 vorinstalliert ist, wo man dann einfach die Features vom DualSense Wireless Controller testen kann, denn der hat ja einige neue Features, der neue Controller von der PlayStation 5, und die kann man dann dort testen und kann sich dort dann eben die ganzen Features im Spiel anschauen, was der alles kann, auf welche Features da eingegangen wird und was das haptische Feedback der Tasten angeht und das Vibrieren und so weiter. Die ganzen Sachen, die kann man dann dort testen und sieht dann eben, was mit dem Controller möglich ist, was man damit machen kann. Und wie das eben gemacht ist, Astroboard ist ja auch ziemlich gut gewesen und das Spiel wurde dann auch noch gezeigt und finde ich richtig nice. Ja, ich freue mich natürlich richtig krass auf Horizon 2, also da freue ich mich richtig drauf. Das wird ziemlich cool, denke ich. Und das heißt der Horizon Forbidden West und ich finde es einfach richtig Hammer. Weil Horizon Zero Dawn war schon echt verdammt gut, war ein richtig tolles Open-World-Spiel von Guerrilla Games, die ja vorher Killzone gemacht haben. Und auch Killzone fand ich toll. Und ja, von denen kommt jetzt eben das neue Horizon Teil 2. Und viele Fans sind da natürlich auch glücklich drüber, weil Horizon, wie gesagt, war ein ganz tolles Spiel und richtig gut gemacht. Ich bin dann natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht mit ihrer Geschichte mit Aloy und was man alles mit ihr dann dort machen kann. Es gibt natürlich viele neue Maschinen, die man im Trailer gesehen hat. Auch den werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken.
Und ich fand es einfach richtig geil. Auch die Grafik war richtig gut. Ich meine, klar, dass die PS5 dann richtig krass aussehen wird und richtig geile Grafik hat, das war klar. Aber das sah wirklich unfassbar gut aus und ich denke mal, das wird richtig, richtig nice. Denn wir sehen jetzt auch im Hintergrund beim Video dann Horizon Zero Dawn. Hier seht ihr es schon im Hintergrund. Und ja, Horizon Zero Dawn war wirklich richtig gut. Eine tolle Grafik, hat auch ein sehr cooles Expansion bekommen, wo man dann nach Frozen Wilds gegangen ist, oder zumindest so hat das Expansion hieß das Expansion. Und da ist man dann in ein Schneegebiet gegangen und hier im Hintergrund seht ihr jetzt eben Horizon Zero Dawn. Ich fand das richtig gut, ganz tolles Spiel und mit ja, Endzeit-Szenario, wo man dann, wo die Menschheit eben fast verschwunden ist und dann die Maschinen die Kontrolle wieder über die Erde übernommen haben und die Natur sich eben die Erde ein bisschen zurückerobert hat. Und ja, es ist einfach richtig, richtig tolles Spiel. Auch kann ich wirklich jedem empfehlen. Gibt es mittlerweile auch für 20 € glaube ich in den PlayStation Hits und ist einfach ein grandioses Spiel, sieht super aus und ist einfach eine richtig schöne, tolle Open World mit einem ganz, ganz tollen Kampfsystem. Denn ihr seht hier gerade auch, ich habe hier auch einen Gegner vor mir, den ihr hier seht, und den werde ich jetzt auch mal bekämpfen. Dann könnt ihr euch ein bisschen so anschauen, was habe ich mit Horizon Forbidden West eventuell erwarten wird, wenn ihr dann auf PS5 euch den neuen Teil holen werdet. Und ich fand Horizon Zero Dawn, wie gesagt, richtig, richtig gut und finde, dass es einfach ein ganz tolles Spiel war. Ich liebe solche Open-World-Spiele. Vor allem mag ich so Endzeit-Szenarien, die ein bisschen auf dieses Futuristische gehen. Ja, wie jetzt hier mit diesen Roboter-Dinosauriern, wo man hier jetzt so einen Roboter-T-Rex hat, den man hier bekämpfen kann. Und finde ich einfach richtig cool. Und auch die Kampfmechanik, ja, dass man jetzt dann so eine Waffe hat, wo man den Roboter am Boden festhängen kann mit den Seilen. Und dann kann man mit den Pfeil und Bogen ihn abschießen, muss dann die Teile von ihm runterschießen, damit er schwächer wird. Und dann kann man eben versuchen, hier dann die Schwachstellen des Roboters dann freizugeben. Und wenn man die dann freigegeben hat, man muss natürlich immer wieder aufpassen, wenn er angreift, denn er macht richtig viel Schaden, dass man ausweicht und dann, wie gesagt, die Schwachstellen trifft, immer wieder die Waffen wechselt, damit ich ihn wieder festbinden kann, denn das ist das Wichtigste, damit er nicht laufen kann. Er hat aber auch die Möglichkeit, dass er dann schießt, ne? Weil jedes Monster in dem Spiel oder jeder Gegner in dem Spiel hat andere Fähigkeiten, andere Waffen, mit denen er auf euch schießt. Auch die Waffen oben am Rücken sind sehr gefährlich oder an den Beinen. Und da muss man wirklich drauf aufpassen. Und ich fand es einfach richtig cool, dass man hier so ja, Roboter-Dinosaurier hat. Jetzt, wenn man den richtig gut festzurrt, dann fällt er auch mal um. Ja, dann kann er sich nicht bewegen, dann fällt er um. Jetzt kann man hier hinten die Schwachstelle kaputt schießen und dann nimmt es halt richtig ordentlich Schaden. Hier oben auch die Waffen kann man abschießen. Die kann man dann auch selber verwenden. Die kann man dann auch benutzen, um dann eben den Charakter oder dem Gegner noch mehr Schaden zu machen. Und ich bin wirklich unfassbar gespannt, wie dann Horizon Forbidden West auf PS5 sein wird. Ich denke mal, klar, die Grafik wird unfassbar gut sein. Dann, was auch die Ladezeiten angeht, das ist ja auch ein großes Thema auf der PlayStation 5, dass eben keine Ladezeiten mehr geben wird. Ich werde dann aber später da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und ich bin da wirklich unfassbar gespannt, was für neue Maschinendesigns es geben wird bei dem Spiel und wie das dann auch aussehen wird. Ja, also von dem ganzen Open-World-Design und was man so machen kann. Klar, die Story und die Charaktere werden sicher wieder sehr cool sein. Und das wird sicher auch richtig abwechslungsreiche Areale wiedergeben. Das gab es ja auch in Teil 1 mit der Wüste, mit dem Waldgebiet und so weiter. Also da bin ich unfassbar drauf gespannt. Jetzt seht ihr hier, ich nehme jetzt die Superwaffe vom Gegner und die macht natürlich richtig Schaden, wie ihr gerade seht. Die haut richtig rein und damit kann man den Gegner ordentlich zusetzen und dann fliegen auch die ganzen Teile ab von ihm, was ich auch richtig gut finde, dass es so richtig tolle Partikeleffekte hat und so, ne? Also dass da die ganzen Teile abfliegen und dann macht man dem dann natürlich noch mehr Schaden. Und das Ganze ist dann richtig, richtig cool. Ja, grafisch ist es sowieso absoluter Wahnsinn. Ich meine, ihr seht es gerade sicher selber, wie gut das Spiel aussieht. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und ja, jetzt haben wir ihn auch besiegt und dann kann man sich die Teile holen, die er dann ablässt. Also man kann den dann untersuchen, den Gegner, und dann kann man sich die Teile und Rohstoffe holen. Damit kann man wieder dann neue Sachen craften und sich die ganzen Munitionen bauen, die man dann im Spiel braucht, um auch die anderen Gegner zu besiegen.
Und ja, ich bin wie gesagt sehr gespannt drauf, was in Forbidden West dann alles kommen wird. Und natürlich auch die Story, wie geht's weiter mit Aloy und wie geht da die Story weiter. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und kann mir vorstellen, dass es richtig, richtig gut wird. Ja, PlayStation 5, wie gesagt, wurde da gestern auch gezeigt. Die ganzen Games, die dann noch kommen werden, da wurden wirklich so viele andere Games noch gezeigt. Viele coole Indie-Games wurden da gezeigt und was mir halt auch richtig, richtig gut gefallen hat, war Kena. Also das ist ein Spiel von einem ziemlich kleinen Studio, das dann sich eben gebildet hat aus vorher eben Animationsstudio und Filmstudio. Die heißen Ember Lab und die machen eben Kena Bridge of Spirits. Auch das werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und das wird eben auch eine ziemlich coole Story erzählen mit einem kleinen Mädchen, die in einer sehr schönen Welt lebt und wird halt so ein kleines Adventure sein. Und ich bin da unfassbar gespannt drauf, denn Das werde ich dann ich kaufen. liebe solche kleinen Spiele auch. Ich liebe so Entwickler, so Indie-Entwickler eben auch, die so Geschichten, besondere Geschichten erzählen und eben auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das Spiel sah unfassbar toll aus, hatte wirklich sehr schöne Effekte und vor allem gab es da so kleine Tierchen, die mit dabei waren, so richtig süße kleine Tierchen, die dabei waren, die dann mit rumgelaufen sind und die sahen so süß aus. Die fand ich auch richtig toll. Und ich glaube, das könnte richtig, richtig nice werden. Ich freue mich da sehr drauf. Das ist eins meiner Highlights aus dem Event gewesen. Weil ich weiß natürlich, dass Marvel Spider-Man, das neue Spider-Man mit Miles Morales richtig gut wird. Ich weiß auch, dass das Horizon Forbidden West gut wird und dass auch Gran Turismo 7 gut wird. Das ist ja vollkommen klar. Das sind so Dinge, die weiß man. Da muss man nicht jetzt irgendwie durchdrehen. Deswegen, weil klar wird es richtig, richtig toll. Aber dann solche kleinen Sachen, die überraschen einen dann noch ein bisschen mehr, weil man die nicht erwartet hat. Weil dass ein neues Horizon kommt, habe ich erwartet. Dass ein neues Spider-Man kommt, habe ich erwartet. Ein neues God of War kommt natürlich auch. Und das wird richtig, richtig toll. Aber diese kleinen Spiele, die dann eben manchmal einen total vom Hocker hauen, weil sie so überraschend sind und irgendwie anders. Und ich mag ja solche kleinen Indie-Games, wie gesagt, wie Arise, A Simple Story oder A Journey und sowas. Sowas mag ich wirklich sehr. Und da freue ich mich richtig drauf. Auch das werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch mal anschauen, den Trailer. Und ich bin da einfach sehr gespannt drauf, wie das Spiel werden wird und was man dann alles in dem Spiel auch machen kann. Da bin ich echt richtig happy drüber, dass es auch solche Spiele dann gab in dem Stream gestern. Und da gab es wirklich viele Spiele. Natürlich wird auch ein neues Dirt kommen. Ja, Dirt 5 wird kommen auf PlayStation 5 dann auch, wird aber auch auf PS4 erscheinen und es wird natürlich auch die ganzen Features von der PlayStation 5 dann nutzen und das wird auch ziemlich cool. Ich liebe die Dirt-Reihe. Es gab ja Dirt Rally auf PS4, Dirt Rally 2.0 und dann eben Dirt 4 und ich bin da richtig gespannt drauf. Also Dirt 5 geht ja ein bisschen andere Richtung, nicht so sehr in die Simulationssparte, sondern mehr so in die Richtung von, dass es mehr arcadiger ist und mehr so, ja, einfach zugänglicher für die Leute. Es wird 130 Events geben bei dem Spiel, also über 130 Events. Es wird auch dann richtig, richtig coole Fahrzeuge geben im Spiel wieder. Und man wird da auch dann zum Beispiel von den berühmten Synchronsprechern Troy Baker, der zum Beispiel Sam aus Uncharted 4 gespielt hat, oder ja, Ding aus Last of Us, Joel aus Last of Us, und Nolan North, die zwei Synchronsprecher, zwei der bekanntesten Synchronsprecher überhaupt, die werden dort die Stimme für Sprecher haben, also in Dirt 5. Und es wird, wie gesagt, über 130 Events geben und über die ganze Welt verteilt. Es wird, man wird selber entscheiden können, wie man eben die Karriere spielt. Man muss nicht einen bestimmten Pfad folgen und es wird auch echte Sponsoren geben, also 20 verschiedene Sponsoren aus der echten Welt wird es auch geben. Ein Vier-Spieler-Splitscreen-Modus wird es geben, was ich richtig gut finde, denn das sind so Sachen, die oft nicht mehr gemacht werden, ja, dass man so Splitscreen hat. Das wird nicht mehr allzu oft gemacht und das finde ich ganz cool, dass sie das eben ja mit reinmachen und natürlich wird auch das neue Call of Duty dann auf der PlayStation 5 kommen. Ja, das soll ja angeblich Call of Duty Black Ops Cold War heißen
Und da bin ich mal gespannt drauf, wie das dann werden wird. Ich fand das letzte Call of Duty richtig, richtig gut. Und da wird natürlich das neue dann auch auf der, ja, PlayStation 5 kommen. Dann natürlich auch ein neues Final Fantasy. Also Final Fantasy 5, 16 wird klar auch auf PlayStation 5 dann erscheinen. Und Final Fantasy Remake, also Final Fantasy 7 Remake Part 2, wird klar auch irgendwann dann kommen. Was ich mich auch sehr drauf freue. Ni no Kuni 3 ist eventuell auch in der Mache. Da bin ich gespannt, ob es da was dann irgendwann zu sehen wird, zu sehen gibt auf PlayStation 5. Denn ich liebe Ni no Kuni. Kingdom Hearts 4 wird sicher auch geben. Ja, es ist klar, dass ein neues Kingdom Hearts kommen wird. Eventuell wird zuerst ein Spin-off kommen zu Kingdom Hearts 3 und dann wahrscheinlich Kingdom Hearts 4. Das ist auch klar, dass dazu was kommen wird. Und dann. Ja, wird es da sicher noch mehr geben in dem Bereich. Dann ist auch angekündigt worden, dass GTA 5 auf PlayStation 5 nochmal erscheinen wird, zumindest in einer Enhanced Edition. Also das wird auf PlayStation 5 dann nochmal in einer neuen Form erscheinen und man wird es dann dort eben, ja, also man wird auf PS5 dann einfach GTA 5 nochmal zocken können. Es wird auch eine Standalone-Version von GTA Online spielbar sein. Die wird man am Anfang auch for free zocken können, ohne dass man jetzt PlayStation Plus braucht. Und dann zum späteren Zeitpunkt wird dann PlayStation Plus natürlich ja, erforderlich sein. Und ihr seht jetzt auch gerade schon im Hintergrund, ne, ich zeige hier Red Dead Redemption 2, was auch richtig, richtig gut ist auf PlayStation 4 und was grafisch wirklich ein absolutes Brett ist. Und ja, Rockstar Games ist ein großes Thema. Klar, GTA 6 wird auch auf PlayStation 5 kommen. Ich denke aber, das wird noch sehr lange dauern, da sie jetzt eben nochmal GTA 5 auf PlayStation 5 rausbringen mit einer Enhanced Edition, wo die Features der PlayStation 5 dann auch genutzt werden, wo dann wirklich die Features der PlayStation 5 dann auch ja eben verwendet werden. Und ich bin da echt gespannt drauf, wie das dann auf PS5 aussehen wird. Man merkt wirklich, dass Rockstar wirklich die letzten Säfte aus GTA 5 rausquetschen will. Das Spiel hat sich 130 Millionen Mal verkauft, hat Millionen von Dollar gemacht mit Microtransactions und dem Spiel selber. Und ja, Rockstar hat gesagt, hey, wir machen GTA 5 auf PlayStation 5 nochmal. Und man wird auch jetzt als PS4-Besitzer, bis GTA 5 auf PlayStation 5 erscheint, jeden Monat 1 Million GTA-Dollar bekommen. Also solltet ihr euch, falls ihr GTA 5 spielt, immer wieder einloggen jeden Monat, damit ihr auch die GTA-Dollar euch abholen könnt. Und ja, ich bin da sehr gespannt drauf, was dann GTA 6 uns bieten wird. Das ist klar, ein Red Dead Redemption 3 wird sicher auch irgendwann kommen, aber das wird erst nach GTA 6 dann wahrscheinlich passieren. Ja, und jetzt kommen wir ein bisschen zu den Features von PlayStation 5. Ja, die PlayStation 5 wird natürlich dann dieses Jahr erscheinen, im Ende des Jahres wird sie erscheinen, das hat Sony schon gesagt. Und ich bin da sehr gespannt drauf, ja. Erstmal natürlich auch, was wird sie kosten, ja? Was wird PlayStation 5 dann kosten? Ich denke mal, also wenn ich mir so anschaue, was sie ja bisher so gezeigt haben zu der PlayStation, ist so, dass die, denke ich mal, also es ist ja erstmal so, dass es eine Disk-Variante gibt, also eine Variante mit Disk-Laufwerk und dann gibt es eine Variante, die ohne Laufwerk ist, also eine Digital Edition und die Digital Edition ist dann eben ohne Laufwerk und die normale Edition hat dann ein Laufwerk. Und ich denke mal, dass es so sein wird, dass die Disk Edition von der PlayStation, wo dann ein Disk-Laufwerk dabei ist, die auch ein bisschen dicker aussieht, die wird dann ungefähr, denke ich mal, 500 € kosten. Weil das ist klar, die wird schon ein bisschen teurer sein, aber dann die ohne Disk-Version, die Digital Edition, die wird dann, denke ich mal, 450 € kosten, also 50 € mehr wie die PS4. Und das, denke ich, ist eigentlich ein ganz guter Preis, so kann man das eigentlich machen, wird aber auch sehr abhängig davon sein, wie eben die Xbox, wie teuer die Xbox werden wird. Die Xbox, die neue, hat ja mehr Leistung wie die PS5, aber die PS5 ist schneller von der Leistung her. Also die Xbox hat mehr Leistung, aber die PS5 ist schneller. Und da wird es dann davon abhängig sein, was die Xbox eben verlangen wird. Also was Microsoft für die Xbox verlangen wird. Sony wird dann wahrscheinlich weniger verlangen, je nachdem. Und da bin ich auch gespannt drauf, was den Preis angeht. Ich denke, wie gesagt, die Disc-Version wird dann 500 kosten, die Digital Edition wird 450 kosten, was ich voll okay finde. Es gibt dann auch noch verschiedene Sachen, die man dann dazu sich holen kann. Zum einen ein Controller-Ladestation für die DualSense-Controller gibt es dann dazu und
Man kann sich dann auch noch eine Kamera holen zur PlayStation 5 und da gibt es dann auch dann verschiedene noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Ladestation natürlich, die man sich holen kann, die Kamera, dann das Headset, was es noch gibt, ja, da gibt es dann noch extra ein Headset, was man sich dazu holen kann und das finde ich auch richtig cool, denn dieses Headset wird natürlich dann auch die neuen 3D-Audio-Features nutzen von der PlayStation 5, denn die PlayStation 5 wird ja auch ein sehr krasses Augenmerk oder besser gesagt einen sehr großen Fokus auf Audio legen, denn die PlayStation 5 hat integriert in dem System ein spezielles Audio-System, Berechnungssystem und das wird dann wirklich für eine richtig krasse Audioerfahrung auch sorgen, denn 3D-Audio wurde auch schon bei PS4 benutzt an verschiedenen Spielen, zum Beispiel Resident Evil 2. Und Horizon Zero Dawn gab es auch 3D-Audio und das, oder Uncharted 4 zum Beispiel, und das ist wirklich krass, ja. Also 3D-Audio ist dann nochmal richtig krasser als normaler Surround Sound, weil man dann wirklich aus allen verschiedenen Richtungen den Sound hören kann. Man kann wirklich richtig orten, wo dann der Sound herkommt. Zum Beispiel bei Resident Evil 2 war es dann so, dass man wirklich die Zombies hören konnte, aus welcher Richtung die kommen und wo sie gerade sind, wo sie laufen und so, oder zum Beispiel Mr. X, der dann in Resident Evil 2 vorkam. Das war auch richtig krass. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich spiele gerne Spiele mit Kopfhörer und gerade da, wenn man dann wirklich einen guten Sound hat, dann ist es umso besser, wenn man dann noch ein krasseres Erlebnis hat. Denn wenn man sich dann vorstellt, mal diesen DualSense Controller, den neuen Controller der PlayStation 5, der dann haptisches Feedback hat, die Trigger, alles und so weiter, wo sich dann das Abschießen eines Pfeil und Bogens ganz anders anfühlen soll und die ganze Art, wie man spiele, dann spielt sich nochmal durch dieses Feedback verändern soll. Und dann hat man noch diesen 3D-Sound. Ich glaube, dann wird sich das Spielen nochmal krass anders anfühlen. Ja? Ja, wenn man dann zockt, wenn man dann irgendwas spielt und zum Beispiel in einem Rennspiel dann über Schotter fährt oder über Asphalt, wird man so differenziertes Feedback haben, das dann vorher eben nicht möglich war mit PlayStation, weil bei PlayStation 4 hatte man nur diese Rumble und viele mochten das nicht so krass, manche mochten es schon. Also ich finde es ganz cool, das Rumble, weil ich mag das halt als Feedback fürs Zocken, aber das war halt eher sehr stark oder weniger stark, aber beim haptischen Feedback hat man dann wirklich differenzierteres Rumble und es sehr, sehr, ja, sehr detailliertes Rumble, das dann wirklich ganz bestimmte Sachen darstellen kann. Zum Beispiel, wenn man dann einen Pfeil und Bogen spannt, dann merkt man wirklich durch diese Vibration im Controller, wie man den Bogen spannt, wie das immer straffer wird. Und das kann man dann im Controller merken. Das kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht so gut vorstellen, aber wenn man das dann selber spielen wird, wenn man dann Hand am Controller anlegen wird, dann wird man das, denke ich, richtig krass merken. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Dann natürlich auch ein großes Thema bei PlayStation 5 ist keine Ladezeiten. Ja, es soll keine Ladezeiten mehr geben. Was man im Ratchet & Clank Gameplay sehr gut gesehen hat, was auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, das wird richtig krass sein, ja, dass man dann wirklich fast keine Ladezeiten mehr hat oder zumindest eigentlich keine Ladezeiten mehr haben wird, denn durch die Schnelligkeit der PS5 SSD wird es möglich sein, dass die Spiele eben nicht mehr laden müssen und das ist wirklich krass, finde ich, weil es gibt oft Spiele, ne, man stirbt und dann muss erstmal geladen werden oder man fängt das Spiel an, es lädt erstmal und das soll eben dann der Vergangenheit angehören und da bin ich auch sehr gespannt drauf, was es dann eben für eine Auswirkung auf Spiele haben wird. Zum Beispiel auch aufs Battle Royale-Genre, ja, was man da alles dann machen kann mit dem Ganzen. Und ich bin da einfach sehr gespannt drauf, freue mich riesig drauf und ja, ich freue mich riesig auf PlayStation 5. Ich finde immer, eine neue Konsolengeneration ist immer richtig, richtig cool und richtig spannend auch, was wird sich verändern und was wird alles neu werden. Und das Beste an der PS5 ist ja, dass man alle PS4-Games dort weiterzocken kann. Ihr verliert nichts, wenn ihr euch die PS5 holt, ihr verliert gar nichts. Ihr könnt einfach eure Spiele dort weiterzocken, eure PS4-Games dort weiterzocken, mit besserer Grafik, mit mehr Leistung, weil natürlich die ganzen PS4-Games dann von der Power der PS5 profitieren werden und dann kann man dort eben die Power nutzen, um die PS4-Games in noch besserer Grafik, in mehr Frames und so weiter spielen zu können. Und dann wird ja die PS5 auch bis zu 120 Frames schaffen können. Also es wird 60 Frames, wird wahrscheinlich der Standard werden. Es wird natürlich auch noch Spiele geben mit 30 Frames, aber 4K 60 Frames oder eben dann 120 Frames, das wird natürlich dann viel mehr Spiele unterstützen, als es vorher der Fall war. HDR, dann Raytracing wird auch mit dabei sein, ganz klar.
Und das wird natürlich dann bei PS5 nochmal weiter gepusht werden und dann zu ganz neuen Spielerfahrungen dann führen. Und ich bin da einfach sehr gespannt drauf, wie das sich dann verändern wird. Es ist immer geil, eine neue Konsolengeneration zu bekommen, weil man dadurch dann einfach so viel geilere Spielerfahrungen dann haben wird. Und man denkt immer, es geht nicht besser. Man denkt immer so, boah, es kann doch gar nicht mehr besser gehen, wie jetzt zum Beispiel Red Dead Redemption 2, was ja auch unfassbar krasse Details hat. Ja, man kann da so viele krasse Details sehen. Und dann gibt es aber Spiele, die dann noch mal krasser sind, wie zum Beispiel jetzt Last of Us 2 und viele andere Sachen. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ja, das soll es dann auch gewesen sein mit den ersten Infos zum PlayStation 5 Event und zur PlayStation 5. Es wird natürlich bis zum Erscheinen der PS5 noch viel mehr Infos geben. Ich werde dann natürlich dazu wieder ein Video machen. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat, dieser kleine Einblick in das, was ich drüber denke. Ich finde es richtig cool und ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat und danke euch natürlich dann auch fürs Zuschauen und ey, die Spiele, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, ne, Marvel Spider-Man, dann Horizon Zero Dawn und Red Dead Redemption 2, die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Schaut ihr euch mal an, die sind richtig gut und sind gerade auch im Sale. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben da, würde ich mich immer drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, Play has no limits.